Gott, meine Damen und Herren, wir wollen uns heute mit einem etwas besonderen Thema beschäftigen, und zwar mit Ping-Pong-Bällen. Das Ping-Pong-Spiel oder das Tischtennisspiel ist ja in England entwickelt worden, am Ende des 19. Jahrhunderts bereits, entwickelt sich aus dem Tennis, also für Spiele im Gebäude, und man hat also dann damals Bälle verwendet. Dieser Ort, das sind so weiße Zelluloidbälle gewesen. Zelluloid oder Zellhorn ist der erste thermoplastische Kunststoff, den man entwickelt hat. Und ursprünglich hat man eigentlich Stoffe, die sehr teuer waren, wie Elfenbein. Zum Beispiel hat man aus Billardkugeln aus Elfenbein verwendet, und man wollte einen Kunststoff eben finden, der diese Kugeln ersetzt. Interessanterweise, der erste Einsatz von diesem Zelluloid war bei Gebissen. Man hat also hier Gebisse entwickelt, die konnte man dann auch in weißer Farbe oder in färbig gestalten, und die alten Gebisse, die also hier unförmig waren, wurden abgelöst von diesen Zelluloidstoffen. Man hat natürlich auch andere Dinge gemacht. Man hat zum Beispiel Spielwaren aus Zelluloid erstellt. Puppen waren eine ganz berühmte Sache, oder eben auch Ping-Pong-Bälle, Hausgegenstände, Musikinstrumente, Toilettartikel. Es ist ein ganz weit verbreiteter Kunststoff damals gewesen. Und diese Zelluloidbälle, die ja hier 3,8 cm Durchmesser haben, die waren international in Verwendung bis zum Jahre 2018. Im Jahr 2018 wurden diese Bälle verboten, weil man eben auf die Feuergefährlichkeit gekommen ist, und es hat damals auch einen schweren Brand gegeben in Hongkong, im Hafen von Hongkong. Im Jahr 2001 sind eine halbe Million von Tischtennisbällen auf einem Schlag verbrannt. Und da hat man sich Gedanken gemacht, was kann man da für Alternativmaterialien verwenden. Man hat dann bis zum Jahr 2018 gebraucht, dass das international verboten wurde, und zwar, man hat dann Zelluloid als Gefahrstoff deklariert. Also wenn beim Transport solche Bälle transportiert wurden, musste man dann spezielle Vorsichtsmaßnahmen treffen, und ab 2018 werden sie nicht mehr produziert. Die meisten sind ja in China erzeugt worden, es hat riesige Firmen in China und Japan gegeben, aber auch in Deutschland hat es eine Zelluloid-Firma gegeben. Die neuen Bälle sind um 2 mm im Durchmesser größer. Und das sind jetzt echte Kunststoffbälle. Das sind Acryl, Nitril, Butadien, muss ich jetzt lesen, Styrol, Copolymere. Das sind also Kunststoffbälle, die ursprünglich gar nicht von den Spielern so gut angenommen wurden. Man hat ja diese Zelluloidbälle sehr gemocht. Die waren sehr gut zu spielen, aber wenn sie älter wurden, und wenn man so einen Schmäß gemacht hat, so, dann kriegt er eine Geschwindigkeit bis zu 180 km pro Stunde. Und da hat es auch Fälle gegeben, wo diese Bälle explodiert sind. Also heute haben wir diese Bälle. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie das Brandverhalten dieser Substanzen ist. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier einen Zelluloidball, einen Tischtennisball. Und den wollen wir jetzt hier entzünden, und beobachten Sie, wie sich dieser Brand, dieser Ball verhält im Brandfall. Sie sehen, er brennt eigentlich relativ rasch ab, bildet eine Stichflamme und ist relativ rückstandsfrei. Das ist hier also faktisch es ist auch kein echter Ruß entstanden. Wenn wir im Gegenteil jetzt verwenden einen Kunststoffball,
der modernen Art, 4 cm Durchmesser. Dann werden Sie jetzt sehen, wie sich dieser Brandball verhält. Der brennt also relativ schmuggelt vor sich hin, aber er brennt viel schlechter, aber er zeigt eine relativ große Rußwolke. Ja, Sie sehen, diese neuen Bälle sind also weniger brandgefährlich, aber sie brennen natürlich auch, weil sie ebenfalls ein Kunststoff sind. Ich danke für die Teilnahme an diesem Experiment.